Ist das blöd? Wenn nicht, müssen wir uns halt eine andere kaufen. Ich meine, ja gut, das mit der Düngefunktion ist schon nicht schlecht. Spart man sich das einmal Ja. drüber düngen, aber andererseits fällt düngen, was ist das? 3 Minuten, dann bist du drüber geflogen. Ich wollte gerade sagen, mit unserem Anhänger, da war ich schnell drüben. Müssen wir uns halt zur Not eine andere kaufen. Eine Holen wir uns andere eine normale, Sämaschine. beziehungsweise, ja, wir können. Das Ding ist halt, dann wird die, also wenn, ich würde keine kleinere nehmen, wenn dann eher eine größere, weil das ist die einzige mit der Arbeitsbreite. Und Oha. das ist, glaube ich, schon eine der recht großen, also wahrscheinlich gibt es nur noch eine Nummer größer. Wo soll ich denn das hier hinpacken? Zwischen erstes und zweites Feld. Oder irgendwo hin, ich hole mir die Paletten. Ich pack's zwischen das erste und zweite. Zwischen zweite und dritte fahre ich. Bin ich behindert? Bis dahin langt das nicht mehr. Nee, ja. Gut, du wirst auch nicht alles aufladen. Ich pack dir jetzt hier auf die Straße, so. Ja, ich In schon. der Hoffnung, dass das kein Auto hier weg. Aber hier dürfte wahrscheinlich kein Auto fahren. So, I. Weg damit. Du wirst wahrscheinlich aber auch nicht alles brauchen, oder? Und jetzt, das sind noch fast 5000. Ne, Nee, 4000. ich brauch vielleicht drei. 3. Naja, 2 lade ich mal wieder ein. Wenn ich das hinkriege. Die ziehe ich mir nämlich jetzt mal weg, wenn das hier funktioniert. Ja, so. Mitkommen, ihr beiden. Ihr gehört zu mir. Na. Sehr unkonventionell hier gerade alles. Das ist die einzige mit 12 Metern. Die andere hat nur 9. Ja, und das ist ja schon die größte, ne? Das ist schon ziemlich scheiße. Ja, okay, aber 9 Meter. Wir finden raus, woran es liegt. Ich will die behalten. Weil größer nicht mehr gibt. Das ist aber auch blöd. Notfalls sage ich dir Bescheid und du musst halt nochmal dieses Hof-Mod-Pack nochmal hochladen. Ja, oder wir nehmen uns tatsächlich, ich meine, macht ja auch halbwegs Sinn schon Dann wieder, noch einen ändert. kleinen Überladewagen, wobei ich habe auch, glaube ich, schon irgendwo so einen Saatgut-Überladewagen gesehen. Wenn das mit dem dann vielleicht klappen sollte. Den habe ich hier drin gesehen. Moment, war der? Haben wir den schon? Überladewagen. Diesen Seedrunner. Ninja. Dara Ninja. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt den ersten genommen, den Seedrunner. Der ist billiger, da passen 8000 Liter rein, die sollten ja wohl reichen. Die 18.000, dann haben wir einen bunter Farbe. Hey, ich meine, du kannst auch die Fliegelüberladestation rauskramen dafür und einen ganzen Anhänger voll Saatgut mitnehmen. Nee, wozu denn? Obwohl 8.000, überleg mal, da kann ich 8 mal auf. Ja, okay, nicht Ja, ganz, aber aber. der wäre halt tatsächlich auch, also ne, der ist halt eigentlich für Saatgut, der Seedrunner. Die sind identisch, die beiden, was die können. Wer? Ja, die können alles aufnehmen. Aber ich sage, wenn du dir den mal Nee, nee, anguckst, nee, der. Was? nee. Nee, die können zum Beispiel keinen Kalk. Ja, nee. Kalk, das ist wirklich Katastrophe. Ja, Kalk brauchen wir auch nicht. Kalk funktioniert ja. Nee, nee, das habe ich auf der Nordfriesischen, ja. Also das mit dem Kalk, das ist. Boah. Geht ja auch nur um das Saatgut für die Sämaschine, die du hast. Ja. Nee, dieser Seedrunner, das ist dann vollkommen. Die Frage ist bloß, was Ja. hat der für einen Arm? Nicht, dass der zu kurz ist, dass ich wieder nicht irgendwo Einen hinkomme. ziemlich großen. Gucken die doch an. Kannst du Oh Gott, da draufklicken. hinten ist er ja. Ja, ich habe den von vorne, ich habe gar keinen Arm gesehen. Es sollte wohl eigentlich klappen. Wird schon. Wenn nicht, holen wir uns den zur Not dann, wenn wir ihn benötigen. Es wird das. Falls wir den Fehler nicht ausmerzen können, dann holen wir uns halt einfach den Anhänger und fertig. So. Dann klatsche ich jetzt noch schnell Feld 40 drauf. Eigentlich wollte ich schon wieder aufhören, ne? Es ist schon 17 Uhr. Ja, allzu lang kann ich auch nicht wirklich machen mehr heute.
Dann mach das Feld einfach jetzt fertig zu Ende komplett, schließ das komplett ab. Oder hast du schon auf dem nächsten angefangen? Bin am zweiten. Na gut, das geht ja schnell eigentlich, ne? Ich muss jetzt erstmal meine Sämaschine noch auffüllen, dann bringe ich es zum Feld 40 runter. Das Ansehen des Schneipers. Also das ist jetzt kein Riesenakt. Dadurch, dass das Gruppon weg ist, ist uns jetzt einiges an Arbeit schon genommen. Ja, auf jeden Fall. Also theoretisch wahrscheinlich wären wir jetzt in einer halben Stunde fertig mit allem Ansehen. Wenn Was mir überhaupt. eigentlich recht lieb werde, wenn das alles jetzt mit einem Schlag, weil sonst spielt Anton wieder und dann ist irgendwas ausgewachsen, das andere ist noch nicht mal angesät. Wollen wir das noch Das schnell wäre. durchziehen? Die Zeit noch eben investieren? Ach komm, ich lade mal meine Maschinen noch mal auf und dann ruf auf Dann das Feld. baller ich nämlich jetzt die anderen beiden Felder eben noch mal durch hier. Krieg mal. So, mit meiner Sämaschine geht das hier einwandfrei. Ich muss da nicht mal genau unterfahren. Das liegt an der Maschine. Ich glaube auch. Dadurch, dass ich dadurch. Okay, du aber deine düngt nicht, gell? Genau, so ist es. Ja. Sobald du zwei verschiedene Dinge hast, Vielleicht spinnen die macht es ja auch Trigger. Sinn, wenn man Dünger tatsächlich doch auffüllt und dann nochmal versucht beim nächsten Mal. Nur Wenn um er zu schon gucken, ob voll es das ist, aufnimmt. das. Genau, wenn er schon voll ist, nicht dass er. Ja, okay, aber wie kannst du den Dünger deaktivieren? Gar nicht, dann wird halt gedüngt beim Sehen. Dann, wenn man weiß, da kommt jetzt Mais drauf, dann düngen wir das halt nicht, dann düngst du es halt mit der Stufe, also mit der Sämaschine. Ist ja, einmal wird ja sowieso Ja. vorweg gedüngt und dann halt die zweite Düngstufe direkt beim Einsehen, ist ja dann auch Dann Wurst. brauche ich diese Dinger aber beide am Feld, weil die sich unterschiedlich abnutzen. Also Ja, brauche. das ist ja das kleinste Problem. So, hier hau ich jetzt mal Raps drauf. Habe ich bei mir einen neuen Spielstand angefangen und habe so ein Scheiße Mikro gehabt. Meine. Gesamte Spiel runtergehauen. Erst dann ging's. Ja, ich hoffe, dass ich das nicht auf muss. Hab ich keinen Bock drauf. Das sind ja, da muss ich Dadurch, einige dass Ordner ich. sichern. Safe Games, dann die ganzen Also Einstellungen. auf dieser Giants-Seite haben sie gesch haben, hat ja, haben viele geschrieben. Die haben das Problem auch, seitdem die dieses 1.3-Patch gemacht haben. Dann nur so. Ja, wer weiß, was das in der Config geändert hat. Irgendwie. Ja. Und ich hab ein Feature geschrieben. Ich habe ein Problem mit der Map. Ich muss es noch schreiben. Es hat sich geklärt. Lag anscheinend. Nicht, dass der seine Map auseinander nimmt, um zu gucken, wo der Fehler war. Das wäre schlecht. Oh, ganz ehrlich, wer kommt denn auf die Idee, dass es am Hauptspiel liegt? Komm, Verkehr, fahr schneller. Die haben keine Bremse dabei, oder? Die haben sie Nee, zu Hause gelassen. haben sie auch. Die Säcke. Die leben nach dem Motto, wer bremst, verliert. Forst machen wir gar nicht, oder? Ich glaube, wir haben genug zu tun mit unseren Tieren, die zu versorgen. Oder hast du Im Bock auf Winter Forst? irgendwann. Im Winter. Ja, wenn Season Mod auch noch bald käme, wäre cool. Ja, da kann man sowas im Winter machen, weil auf Ja. Feldern geht ja nicht. Das wäre tatsächlich schon ziemlich cool. Schön mit der Schneefräse alles freiräumen.
Da gibt es bestimmt wieder so wie im 17er da diese LKW mit dem Salzstreuer. Ja, stimmt, den gab's auch. Der war voll cool. Einfach Salz streuen, dann löst sich das von alleine auf. Ja, aber wenn du Schnee halt fräst und das alles sammelst, hast du halt Wasser, ne? Ich meine, gut, haben wir halt auch durch den Hydranten Das kostenlos, aber. gab's auf der. Ach Gott, ich weiß nicht mehr, welche Map das war im 17er. Da gab es so eine hier, Vorrichtung oder so ein Gebäude. Da konntest du Schnee anliefern Und die haben es und der hat es zu Wasser gemacht. ja. Ich glaube, das war die Südhermann. Das kann sogar sein. Ja, ich glaube, das war die Südhermann. Oder war es sogar ein Mod, den du dann runterladen konntest? Das konntest du auch noch platzierbar runterladen, Ja, glaube ich. stimmt. Ja, stimmt, das war genau. Das war nur eine Mod. Ich bin mir nicht sicher, ey. Was habe ich nicht? Stimmt, wenn du es einfach nur so hingelegt hast, hat es gar kein, das ist einfach nur weggeschmolzen, hat es ja gar kein Wasser. Richtig, jetzt habe ich aber Genau. alles durcheinander gebracht, was zu durcheinander zu bringen ist. Genau, du bist schuld, du hast mich total irritiert. Ja. Kannst dich später bedanken. Das Feld ist so krumm und schief, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Auf welchem bist du denn jetzt gerade? 40. Du wirst lachen, ich habe da diagonal durchgebrochen. Ich habe dann Vorgewende gefahren Das mache ich auch. am Kruppern und habe dann diagonal durchgestochen, Ja, so hast du dass ich links und eine rechts. diagonal die längste Linie hatte. Ja. Und so habe ich das dann auch gemacht. Da habe ich nicht so viel lenken müssen. Okay, ich sag mal jetzt beim Ansehen oder so, da siehst du richtig, wo du bist oder so. Aber wenn du Ja. jetzt später mal düngen musst oder sowas, Da ist das schon was anderes. weißt du, und das ist so leicht angewachsen oder halb ausgewachsen, da siehst du ja nicht mehr, wo du warst, kannst schon voll vergessen. Ja, deswegen will ich versuchen, dass wir auf jeden Fall mal vorher die Düngestufen durchhaben. Finde ich nicht schlecht. Ja. Ich hatte es ja mal bei Ravenport ja mal angesprochen, von wegen hier mit Fahrspuren und so, weil es realistischer wäre. Ja, Proceed, das wäre so geil. Ja, das wäre cool. Aber andererseits finde ich halt diese Fahrspuren unrealistisch, weil du machst halt viel mehr kaputt, als du eigentlich drüber fährst. Und das ist halt auf Masse gesehen, kann das Eigentlich schon schaden. nicht, weil kommt auf die Arbeitsbreite drauf an. Wenn du wirklich so 18 Meter breit hast oder so, dann ist auf diesem Feld, wo ich jetzt bin zum Beispiel, nur Ja, 30 Fahrspuren drin. aber du hast ja nicht die Reifenspuren, sondern die ganze Treckerfläche ist ja rausgefräst. Und das ist dann halt das, was wieder ein bisschen doof aussieht, ehrlich gesagt. Beim ProSeed nicht. Beim Prosit nicht. Nein, da sind nur die Reifenspuren. Okay. Da sind zwei kleine Spuren in der Schneise, wo deine, du hast gesagt, du pflanzt auch schon dementsprechend an. Du lässt die zwei, also jetzt bei mir sind ja hinten so ganz eine Reihe von solchen Saatdingern, Ja. die Saat reinbringen. Und da sind dann auch, du hast gesagt, zwei deaktiviert. Ja, richtig. Damit man Genau. halt mit allen Geräten eine gleiche Arbeitsbreite hat oder zumindest die doppelte Arbeitsbreite nehmen kann, dass man halt immer wieder die Fahrspuren benutzen kann. Genau, so nach dem Motto, machst du auch keine Saat kaputt oder irgendwie sowas, weil an der Stelle gar nichts gesät wurde. Ja. Das ist also schon. Also beim 17 habe ich es auch, fand ich cool. Ja, ich hatte es drauf, ich habe es mal kurz verwendet, irgendwie halt so, um teilweise die Seite links, rechts abzuschalten oder sowas. Aber das Es war war auch irgendwie schon eine. wieder alles dann. Ein links, rechts abschalten, das brauchst du gar nicht machen. Das Ja, nee, ProSeed ist schon. wenn ich irgendwie so nur noch so ein Stück hatte vom Feld. Ne, dann Ach habe ich so, halt, das. ja. Ja, das Sprayer oder wie sehe ich es da? Sprayer dann und sowas. Dieses ProSeed, das ist ja eigentlich nur vom Sehen selber. Das ist sowas wie Ah, GPS. Das sieht na aus dann, wie GPS. dann habe ich es nicht benutzt. Ich hatte das, aber habe ich nicht benutzt. Dann habe ich Das nur sieht das ja andere nicht. benutzt. Genau, denn diese Mod sieht aus wie GPS. Und dann kannst du sagen, du machst zwei Bahnen ganz normal, voll ansehen. Und bei der dritten sind die Fahrspuren drin. Da lässt du zwei so kleine Spürchen. Die tut sie nicht ansehen in der kompletten Spur. Okay. Und dann wieder zwei volle, dann zwei, also eine mit Spur, dann wieder zwei volle, eine mit Spur, je nachdem, was für eine Arbeitsbreite. Das hört sich Bin dann krass immer an. nach der Arbeitsbreite gegangen, hier, wo ich meine
meinen Dünger hatte Ja. und es jetzt die 18 Meter sind und ich tue jetzt mit 6 Meter hier ansehen, jede dritte hat eine Fahrspur. Ja, macht ja irgendwo auch Sinn. Ja, und das ist voll cool. Sieht dann geil aus, wenn es auch rauswächst und schon an den Stellen, wo man lang fährt, keine Saat, also keine Pflanzen sind. Sah cool aus.